Ja, Windnode ist eines der großen Förderprojekte aus den Schaufensterprojekten. Wir haben ja vom BMWi gefördert die Sintec-Projekte, also Schaufenster intelligente Energie. Und hier ist das Windnode-Projekt eine der Modellregionen, die insbesondere halt den Raum im Nordosten Deutschlands repräsentiert. Ja, wir sind im Teilprojekt Vernetzt der Endkunde unterwegs und das bedeutet für uns eigentlich konkret zwei Dinge, die wir da tun. Devolo hat zum einen Home-Control-Komponenten im Portfolio und zum anderen aber das Smart Meter Gateway als Produkt. Und die Herausforderung für uns im Projekt ist, dass wir die Verbindung vom Smart Meter Gateway im Prinzip mit der Home-Control machen, dahingehend, dass es im Endeffekt möglich sein wird, halt über das intelligente Messsystem, also entsprechend der Kombination von einem intelligenten Zähler und Smart Meter Gateway, nachgelagert Lasten anzusteuern, die über Home-Control-Komponenten im Haushalt angesteuert werden können. Ja, das Verständnis ist, dass das Windnode-Projekt im Prinzip eine große Blaupause ist für die Energiewende, beziehungsweise hier auch für, ja, sagen wir mal, neue Businessmodelle, generell halt das Thema, wie kann man Energiewende gestalten. Und was hier in der Modellregion im großen Maßstab als großes Labor im Prinzip getestet wird, kann potenziell hinterher weiterverwendet werden. Und sicherlich ist das gerade auch für Stadtwerke interessant, entsprechend hiervon zu profitieren und entsprechende Konzepte später auch umzusetzen, damit halt auch Stadtwerke entsprechend den Beitrag zur Energiewende leisten können. Ein Stromnetz wird intelligent in erster Linie durch Kommunikation. Wir haben gerade heutzutage die große Herausforderung der volatilen Energien, also sprich Energien, die abhängig davon, wie viel Wind weht oder wie stark die Sonne scheint, entsprechend volatil sind. Das heißt, im Prinzip sind hier sehr große Energieflüsse in den Netzen, die intelligent ausgeregelt werden müssen. Und dafür ist in erster Linie Kommunikation erforderlich. Das macht das Grid intelligent, das ist das Smart Grid. Die Powerline-Datenkommunikation ist eine Kommunikationsform, bei der die Stromleitung, englisch Powerline, verwendet werden, um halt Daten zu übertragen. Im Prinzip ist das eine hochfrequente Modulation. Das heißt also, neben dem originären Nutzen der Stromübertragung werden halt die Stromnetze auch zur Datenübertragung verwendet. Insgesamt ist es ja im deutschen Smart Meter Rollout so, dass ungefähr 40 Millionen Zähler ausgetauscht werden. Ein Drittel davon sind intelligente Messsysteme, also die Kombination aus einem kommunizierenden Zähler mit einem Smart Meter Gateway. Und neben der Tatsache, dass es halt sehr, sehr viele Geräte sind, die hier innerhalb relativ kurzer Zeit im Feld ausgebracht werden müssen, haben wir mit Sicherheit hier auch einen Paradigmenwechsel, was gerade natürlich auch die Stadtwerke betrifft, weg vom alten Ferraris-Zähler hin zu intelligenten Messsystemen, zu Smart Mietern, aber vor allen Dingen auch große, sagen wir mal, Umstrukturierungen in der kompletten Prozesslandschaft. Die Idee ursprünglich des Smart Meterings ist ja, dem Letztverbraucher, also ja quasi uns Endverbrauchern, die Möglichkeit zu geben, bessere Transparenz bezüglich ihrer Energieverbräuche zu bekommen. Und wenn dieses Ziel ansatzweise erreicht wird, also wenn jeder von uns einfach eine höhere Awareness dafür hat, welche Energie er überhaupt verwendet zu Hause, beziehungsweise natürlich auch an anderer Stelle, ist sicherlich schon ein großer Zweck erfüllt. Jetzt gibt es natürlich weitergehende Ideen. Wir hatten vorhin auch schon davon gesprochen, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, die im Umfeld von Smart Metering entstehen. Wir sprechen von der Energiewende als solcher. Das heißt, hier sind sehr interessante Themen, wo also auch insbesondere durch die Infrastruktur, die zukünftig über Smart Meter Gateways, also intelligente Messsysteme zur Verfügung gestellt wird, prinzipiell es auch möglich sein wird, Services anzubieten, basierend auf einer hochsicheren Kommunikationsinfrastruktur, die zum Teil halt im Umfeld des Smart Metering sicherlich angesiedelt sein wird, aber auch weit darüber hinaus Möglichkeiten bietet.
Ja, Devolo stellt sich auf als Hardware-Anbieter mit einem kompletten Portfolio im Bereich Smart Metering. Das heißt, wir sind aus der Historie heraus Hersteller von Kommunikationsgeräten. Hier setzen wir insbesondere auf das Thema Breitband-Powerline-Kommunikation als ein Angebot bezüglich der Warntechnologie, um ein Smart Meter Gateway entsprechend mit den Backend-Systemen zu verbinden. Des Weiteren ist Devolo aber auch Hersteller von Smart Meter Gateways, aber auch von Smart Mietern.